willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Secret of Mana. Euer Nighty zockt wieder hier. Dieses Mal habe ich natürlich wieder einen Gast aufgetrieben. Lange, lange ist es her, dass ich einen Gast hatte. Der letzte Gast war Maxi Kid LP oder so? Ich weiß es gerade gar nicht. Maxi Mal, King. Ja, Maxi King, genau. Das ist der Panouts Entertainment. Jeder kennt's. Keiner schaut's. Genau so ist es. So, liebe Leute, ich habe ein bisschen Arbeit gemacht. Arbeit gemacht, hört sich falsch an. Naja. Ich habe die Zauber von beiden Mädels auf Stufe 4 gebracht. Fand ich jetzt eigentlich persönlich relativ gut. Was, naja. Also, Stufe 4 und. Ich habe gerade gesehen, du musst die Zappelklaue trainieren. Boah, bitte nicht, ey. Das ist die Schasse. Die Klaue, die ist so zum Kotzen. Die war doch gerade nicht echt auf Null, oder? Bei wem denn? bei dem anderen Mädel? Ich glaube schon. Ich glaube bei Sönja, oder? Auf Null. Naja, pass auf, ne? Also, auf Null ist sie ja nicht, ne? Wenn ich von mir gucke, ist sie auf 3. Ich bin schon irgendwie ein Assi zu den Mädels, ne? Ich meine, die KI ist sowieso für den Arsch, also, wirklich. Im Spiel. Es ist zu kotzen. So, also, ja, mitten im Bossfight. Wir sind mitten im Bossfight gegen die, ich glaube, Höllenmauer, oder? Ich weiß nicht, wie sie heißt, keine Ahnung. Scheiße. Ich hoffe, ich habe genug Mana dabei. No. Jo, Höllenmauer heißt die, das gute Stück. Was, das gute Stück? Das ist, hast du gerade gegoogelt? Was? Nein. Wieso sollte ich googeln, ganz ehrlich? So. Einmal die Turbo-Aura oder Turbo-Antrieb, wie ihr es nennen wollt. Da die Schlammbombe relativ gute Wirkung gezeigt hat, gegen die erste Mauer, gegen die wir gekämpft haben, würde ich sagen, wir fahren einfach weiter mit der Schiene. Also, einfach immer draufkloppen, was geht. Und ich meine, wow, was ist zur Hölle? Es ist schon krass. Ich meine, ne, für einen Zauber Stufe 4 macht einfach mal knapp 400-500 Schaden. Naja, gut, 200 Schaden. Also, ist ordentlich. Auf jeden Fall. Das ist ja auch gut hochgepowert, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß, dass der Boss relativ schnell geht, also von daher. Das Problem ist, danach kommt noch ein Boss. Den ich. Da ist er schon tot. Na super, weißt du? Fünf Flammenbomben oder so und das Vieh ist tot. Einfach nur tot. Weißt du? Oh, oha, bei mir kämpfst du noch. Okay. Ja, das ist ein spannender Kampf. Manchmal. Aber jetzt weiß ich ja schon, wie es auch. Spoiler. Oh. Spoiler Alert. Stimmt. Ja, liebe Leute. Ich muss mich noch entschuldigen. Wo ich. Richtung Boss gegangen bin, habe ich einen neuen Orb aufgenommen. Das ist der Lanzenorb. Den habe ich. Ja, das war offscreen leider. Da ich den Weg nicht mehr richtig gefunden habe und. Ja. So, wie viel Zauber hast du noch, Mädel? Oh, nur noch eine. Na, dann wollen wir nochmal gucken hier. Wir haben 4 Walnüsse. Was hast du noch an Zaubern? Ja, 11 wird reichen. Wird hinhauen. Also mit 4 Walnüssen, das schaffst du locker. Ja, das ist im letzten Part war das Problem einfach, ich hatte einfach keine Magie mehr. Und da ich den Panikmeister, dieses scheiß dreckige, was auch immer Vieh, nicht mit konventionellen Waffen schlagen kann, ist das doof. So, meine Freunde, wir gehen zum Panikmeister. Aber jetzt kommt erstmal wieder eine Glabere von Tantalus. Juhu! Nee, Entschuldigung, Hagen. Hagen! Fast das Gleiche. Ja, fast. Ja, Hagen! Sönja, endlich! Hagen, es geht dir gut! Gott, meine Nase ist immer noch dicht von gestern. Naja, passiert. Was zum. Passiert da gerade? Wow! Flashing Lights? What the fuck? Hey, was machst du? Sie gehört mir! Was hast du vor? Das war kein Koboldstimme, egal. Tantalus braucht Hilfe! Hagen, ich dachte, du liebst sie. Na, warte, du Schuft. Ja, hau ihn mit deinem Schwert, genau. Hau ihn weg. Autsch! Sönja! Sönja! Ah! Das können wir jetzt weiter fortführen. das habe ich gehofft. Das tut mir leid. Hilf ihr, Nighty. Geh durch die Tür hinter mir. Ich höre mich an wie ein Pedobär, ganz ehrlich. Das Hell ist ja falsch, Mann. Ich merke schon die Sprache. Ja. Yeah. So. Ich will aber nicht durch die Tür gehen. Die Tür ist böse. Naja, egal. Wir werden dem Vieh schon einheizen. Oh nein, Tantalus.
Sönja! Ah! Sönja! Bleibt, wo ihr seid! Gut, die hat sehr viel Lebensenergie. Ich habe eine Raucherstimme. Was zum? Hey, aufhören! Nö? Wo bin ich? Sönja lebt! Ne, das war Tante Lust. Fuck you, Alter. Fail awesome. Sönja lebt! Tatsächlich! Boah, ich kann keine Stimmen nachahmen, Mann. Das ist so schlimm. Aha, das ist Hagen. Er hat ja seine Lebenskraft übertragen. Was glaubt ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? Mit einem Typen, der einfach alles kaputt macht? Jetzt reicht's mir mit euch. Panikmeister! Hi, mein Freund. Wow, was soll war das gerade? Sag mal, Pardauz, hast du eigentlich schon Dungeons 2 mal angefangen oder kennst du das Spiel Dungeons überhaupt? Heißt das einfach nur Dungeons? Das heißt Dungeons tatsächlich. Also, ich muss sagen, also das Spiel ist tatsächlich. Das hab ich ja nie gegoogelt. Einfach nur Dungeons. Es hat einen Charme von Dungeon Keepers 2. Ja. Also ich muss sagen, also ich hab's die Kampagne jetzt ein bisschen gespielt und ich war echt überrascht. Also es war schon wow. Also ich war wirklich überrascht von dem Spiel. Hat zwar 50 Euro auf Steam gekostet. Hashtag Werbung. Aber Leute, ja, gut, wenn ihr dann mal ein bisschen was genannt. Ja, natürlich, wie gesagt. Wenn ihr Dungeon Keepers 2 gern gespielt habt, dann empfehle ich euch top, also absolut dieses Spiel zu spielen. Das Spiel ist der Wahnsinn. Du hast halt relativ viele Möglichkeiten, weil du halt auch Dungeon Keepers 2 war halt so, du konntest sagen, gut, ich bleib jetzt unten, mach meinen Dungeon und Punkt. Ja? Aber bei Dungeons 2, da kannst du sogar in die Overworld gehen und kannst dich da ein bisschen an den Gegner bereichern. Also das ist schon, also für die Leute, die auf jeden Fall Dungeon Keepers 2 gern gespielt haben, empfehle ich das Spiel sehr, 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 sehr wärmstens. Was? Sehr, 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 sehr. Naja. Wie warm denn? Sehr warm. 50 Grad. In Temperatur? 50 Grad. Oh Gott. Verbrennt sich ja. Oh ja, aber das Spiel, das ist. Ich meine, die Witze von dem Spiel, die sind einfach nur der Hammer. Das ist sowas von geil. Allein Screenshots mir anzugucken. Was meinst du, Screenshots? Ja, genau, ich google ja nebenbei. Achso, du guckst hier das Spiel an. Wie gesagt, ich glaube ja. 50 Euro oder was hat das gekostet? Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Aber ich war echt positiv. Blitzschlag Level 4. Ja, Blitzschlag Level 4 ist gut gegen das Vieh. Das Problem ist, du triffst ihn halt nicht mit normalen Waffen. Deswegen, keine Sorge. So gar nicht? Nee, überhaupt nicht. Also absolut gar nicht. Okay, er ist tot. Hätte gar nicht den letzten Ballus nutzen können. Also aufgehört, powerte. Ja. Weh, ich schaff nicht. Dann level deinen Zauber auf, verdammt! Oh Mann. Ja. Was hast du eigentlich so aktuell für Spiele laufen auf deinem Kanal? Ich weiß gar nicht. Ich bin busy. Und wir bekommen Boomerang Orb, yay. Ja. Also, ich hab Bayonetta 2. Oh, bin ich cool. Jetzt kurz vor Ende, also yay. Ich glaube, es war jetzt so der vorletzte Chapter, den ich rausgehauen habe als Folge. Wo ist Hagen? Und Hagen! Das hört sich falsch an. Sönja. Lass sie doch! Ich kann keine Stimmen nachahmen. Verdammt nochmal. Lass sie doch! Schnüff! Schon okay. Was? Schon gut, ich bin okay. Ich finde ihn noch. Schnief, schnief, heul, heul. Ja, erzähl weiter, Entschuldigung. War gerade nur Dialog, deswegen. Das Spiel ist voller Dialoge. Ja, nee, sehe ich. Total tiefgreifende Dialoge. Auf jeden Fall, du. Hagen, wo bist du? Egal, erzähl weiter, so. Bayonetta die ganze Zeit nur am Hagen bashen. Ja, das ist Wahnsinn, Alter. Das ist ja irgendwie so die Verlobte von dem. Hagen, nein. Ja, das ist schlimm. Wieso renn ich eigentlich? Sonst kriegt ja mal der Held die Alte. Ja, ehrlich, ne? Das ist in jedem Spiel so. Zelda auch. Ja, und dann... Ja, oh, Entschuldigung, Link, ja. Ne? Der Held heißt, ich hab früher als Kind. Ah ja, im Übrigen, Leute. Bei Zelda auch. Genau.
Übrigens, Leute, hier auf dem kleinen Balkon habe ich den Lanzenorb gefunden. Also, wen es interessiert. Ich weiß, ich bin irgendwo reingegangen, keine Ahnung. Ja. So. Gut, jetzt halt weiter. Bayonetta 2 bist du kurz vom Ende, ja? Also, ich habe Bayonetta 1, ja, bin ich genau. Auch am Zocken, aber ich bin an so einer Stelle, da denke ich mir so, nö. Ja, ich muss sagen, also es gab ja für Wii U, wenn du Bayonetta 3 geholt hast, gab es auch eine Fassung, wo Bayonetta 1 mit beilag. Ja, die habe ich mir geholt. Und ich hatte... Ja. Und da muss ich sagen, nachdem ich Bayonetta 2 eine Weile gezockt habe und dann den ersten nochmal reingelegt habe, hatte ich keinen Spaß mehr am ersten, weil der zweite einfach so unendlich gut ist. Okay. Also, weißt du, was ich so cool fand? Einfach, dadurch, dass Bayonetta 1... ab 18 ist, ja, musste ich meinen Ausweis vorlegen. Bayonetta 2 ist ab 16 oder was, ja, keine Ahnung. Ich meine, gut, bei Bayonetta 1, da wird natürlich schon viel Haut gezeigt. Gut. Ja, aber bei Bayonetta 2 am Anfang siehst du sie gleich komplett nackt. Okay, dann. Also, dann jumpt sie irgendwie ganz stylisch, verliert ihr Kleid und dreht sich dann in der Luft nach oben und dann bam, Arsch und Titten hast du vor dir. Ich dachte, ja, hat sich gelohnt. So, also liebe Leute, wir haben jetzt Panikmeister und Höllenmauer besiegt, das ist gut. Ich weiß gar nicht, wo wir als nächstes hin müssen. Oh, fuck, ich hab Nasenbluten. No! Passiert. Im echten Leben jetzt? Ja, ja, ernsthaft. Egal, nicht so schlimm. Oh Gott. Ah, ich hab doch hin und wieder mal ein bisschen was zu tun. Nein, die stirbt. Ne, wow, Alter, das tropft voll. Oh mach, Gott, mach auf die Tastatur. Nee, Tastatur ist eingefahren. Gib mir Taschentuch. Da siehst du mal, wie viel Elan, Kraft und Energie du in deine Let's Plays steckst. Du bist am Verbluten, ziehst in den Krieg nebenbei, weißt du, und trotzdem ich zieh den Krieg, ist klar. Du das hier weiter nebenbei. Ja, so nebenher mache ich noch so eine ganze... Mit dem Laptop. Naja. Würdest du mal bitte jetzt hier... So. Ich stöpsel in die Nase. Ja. Oh yeah. Gott. Fuck, funktioniert nicht. No. Das ist natürlich scheiße. Einfach durch den Mund atmen. Ja, das bringt ja nichts. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier die Blutung stopp kriege. Ich hab Blute. No. Nein. Natürlich nicht. Ich muss nur hier. Okay. So. Ah, schöner reinstopfen. Das hört sich an wie so ein Porno, ey, ganz ehrlich. Ja, erstmal schön da reinstopfen. Das ist mal, was ich für Elan in meine Let's Plays schätze, ne? Das ist, wow. So, ja, passiert. Das ist schon fast gruselig. Auf jeden Fall, du. So, wir sind bei 13 Minuten. So, das ist dann noch so. So. So, Blutung gestoppt. Wir gehen, können weiterspielen. Jetzt habe ich das Blut überall, weißt du? Auf meinem tollen Loot Crate Shirt. Loot Crate, ja. Was? Ludacris Shirt? Nein, Loot Crate. Diese amerikanische Firma, die einfach. Ach! Das ist so ein Loot Chest Ding, ne? Ja, awesome. So ähnlich. Hab ich noch nie mitgemacht. Ja, du kriegst. Für 30 Euro kriegst du halt. Eine Box geschickt, zugeschickt, jeden Monat. Da ist dann halt alles Mögliche drin. Da können auch. Hardware, Software oder halt auch Figuren drin sein. Ne? Ist ganz cool. Oh. Also ich ja. So, jetzt die Frage, was machen wir denn jetzt? Wir haben jetzt Panikmeister tot und ja. Gehen wir erstmal wieder zu Maria. Maria ist unsere Freundin. Bist du Maria? Oh nein, Heidi, okay. Bleib. Scheiß. Ja, Heidi, ich habe sie untersucht, konnte aber nichts feststellen. Ah, super. Außer, dass sie sehr schweigsam ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Im Übrigen, Heidi ist die beste Freundin von der Ollen da, von Sonja. Heidi ist die blauhaarige? Ja. Dass man die nicht mitnehmen kann, ne? Ist ja cool. Ja, voll geil aus vom Ster. Oh, okay. Katzin! Naja, was man so Katzin nennt, ne? Wie sieht ihr denn aus? Hagen ist... verschwunden? Was? Verschwunden? Er ist tot, verdammt! Du Arme! Arme? Alter.
Angeblich hat Tantalus inzwischen seine Meinung geändert. Er will sich ab jetzt für den Frieden einsetzen. Ah, ja. Ich glaube dem Imperator. Wir haben es geschafft, der Imperator hat seine Meinung geändert. Darauf haben wir so lange... Ach, Scheiße, das ist ein Mann. Okay. Darauf haben wir so lange gewartet. Lasst uns gehen. Lasst uns gehen. Kommt mit Natürlich. Das hört sich scheiße an. Voll der böse Imperator. Und auf einmal ist er jetzt wieder lieb, oder was? Nach diesem Gespräch wird alles okay sein. Ihr werdet sehen. Wir gehen vor. Na, dann hau mal rein. Yo. Wieso sieht eigentlich Sarah aus wie ein Mann? Weißt du, das ist so... Nee. Das passt einfach nicht. So. Gut. Wir gehen nochmal eben ganz kurz bis da oben. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir überhaupt hin? Ich glaube, da oben irgendwo. Da habe ich irgendwo noch einen Gang gesehen. Da, genau. Upsala, bin ich ja schon reingegangen. Naja, gut. So, liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Secret of Mana. Die 15 Minuten sind erreicht. Was zur Hölle? Das geht so schnell hier. Das ist... Gut. Padauz wird euch noch ein paar Parts begleiten, denke ich mal. Hoffe ich mal. Nicht, dass er mir nachher irgendwie abhaut. Nee, kein Bock mehr. Alles noch. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wollte ich gerade so Zitat sagen. Okay. Bis dahin, euer Nighty Zockt. Bye, bye. Liken, teilen, abonnieren und Viralität steigern. Genau. Tschüss. Das.